Noch immer einsam im Schrank heiße ich euch. Shit. Wo haben wir noch nicht nachgesehen? Tut mir leid, Kollege, aber du bist ein wenig... Wo du bist, versteck dich lieber. Ich weiß, wo das herkam. Jetzt hol Nein, weißt du nicht. Lass mich in Frieden. Ich will doch nur in Ruhe in dem Maschinenraum. Was geht mit euch ab? So, aber jetzt haben wir wenigstens Ruhe und können hier noch gucken, ob wir was finden. Zum Beispiel hier diesen schönen Flachmann. Oh, immer diese Leichen, die erschrecken mich. Komme ich denn da oben ran? Allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Ja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Waffe je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit. Recht habt ihr, Herr. Guter Mann. Ich bin sicher, wir, die wir unsere Arbeit verrichten, ohne Fragen zu stellen, werden fürstlich belohnt. Mir tut der Rücken weh. Hau ab. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. So müde. Was bist du denn? Schnitte am Handgelenk. Vermutlich selbst zugefügt. Hä? Da ist er! Ich befehle dir... Wo ist mein Schrank? Wo ist mein Schrank? Mach auf das Ding! Ich bin nicht hier! Was dreht der sich ausgerechnet in diesem Moment um? Oh Mann! Oh shit, der kommt sogar hinterher, der Sack! Ich trau mich nicht, hier rauszukommen. Ich weiß es genau. Ich finde dich. Verlass dich drauf. Ach komm, was soll's. Ein Zielobjekt weniger. Der hat natürlich auch sofort die Wachen alarmiert. Sehr freundlich, der Arsch. Her damit. Totenliste. Ausgestochene Augen, ein Ohr abgerissen, Todesursache Schwermut. Quetschungen am Hals, gebrochene Wirbel, Todesursache Hängen. Schwermut? Fragezeichen. Schädelbruch, Armbrustbolzen, Todesursache Mord. Naja, sind ja alles ganz schöne... Her damit. Ich will überhaupt nichts tun, ich will nur weg. Oh. Wer aufpasst, lebt länger. Genau, deshalb lasse ich dich auch in Frieden, du hast mir eh nichts getan. Gib das her. Macht euch das! Schleicht hier jemand herum. Okay. Ach nee, ich wollte da hoch, weil da noch was ist, das ich haben wollte. Dann kümmere ich mich doch mal darum. Ist da jemand? Nein, da ist Hallo? Niemand. Jetzt komme ich mir irgendwie blöd vor. Bist du auch. Jetzt können wir endlich mal in den Maschinenraum. Wir haben sogar zwei von den Schlüsseln, das ist schön.
Vorher nehme ich noch das mit. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punkts wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen, auf Direktbefehl des Diebesfängers. Diebesfänger-General. Ah, Mann, ich hasse den. Diebesfänger-General, das klingt so feindlich mir gegenüber. Geht's noch lauter? Mann, Mann, Mann. Ausrüstung. Nett. Was haben wir denn da? Stumpfe Pfeile. Breitkopfpfeile. Wasserpfeile. Und eine schöne Aufstiegsmöglichkeit. So klettert man die Karriereleiter hoch. Ein Schloss für den Peter zum Knacken. Ich alter Knacker. Und mach auf das Ding. Und jetzt Reichtümer. Jackpot. Darf man mal fragen, wieso in dieser Gegend hier Besteck liegt? Also, na gut, das Lunch wird ja hier vorbeigefahren, ne? Da kann man sich schnell mal einen Arm krallen oder so. Man muss ja auch schmecken, wenn man nicht sehen kann, wie alt die Leiche ist, muss man das ja schmecken, ne? Einfach mal so ein richtig schönes Stück. Oh, hier sieht das nicht aromavoll aus, das graue Fleisch. Da weiß man doch, was lecker ist. Und jetzt vorwärts. Und warum genau durfte man jetzt nicht hier rein als Unbefugter? Hier war doch nichts weiter. Wäre es ein bisschen schneller, wäre es wie eine Achterbahn. Ach, hier sogar ein bisschen frische Luft, ist ja nett. Stadt ist widerlich. Los, 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 los. Ah. Da kommt wieder so eine dunkle Wand, das mag ich nicht. Ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten Ring. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Nicht drängeln. Wir laufen euch nicht weg. Folge dem Weg der Toten. Egal, ob ihr reich oder arm seid. Bettler oder Popanz. Tot seid ihr alle. Alle brennen. Ich nehme an, das ist dann die entsprechende Leiche. Regen in die Traufe, was? Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Oh verdammt, das ist bestimmt dieser Diebesfänger-General. Der sieht schon so böse aus. Diebesfänger-General, Sir. Wusste ich's doch. So sieht er also aus, ja? Müssen wir uns merken, der könnte gefährlich sein. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Boah, der hat so eine Armbrust am Armgelenk. Ist das ein Schwein? Der sucht den Ring, wetten? Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Was? Das kann gar nicht sein. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du... Der erkennt Lügner. Ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Ah, kann sein, der hat den Ring verschluckt, hä? Wusste ich's doch. Das ist meiner. Gib den her! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Ups. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Eieiei. Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustellen. Dip-di-dip-dip-dip. Kennen wir den schon, oder was? Also mir war das jetzt neu. Ich kannte das Gesicht noch nicht. Die Wette ging darum, dass der General jemanden schlägt. Nicht, dass er ihn tötet. Echt mal.
Ich mach mal einen auf Fokus. Mal wieder ein Zahnrad. Davon finden wir hier viele. Was war so besonders daran? Dum, dum, dum. Jetzt muss ich bestimmt diesen elenden General auch noch finden. Na, hier ist sonst nichts weiter. Ich gehe da mal wieder. Das ist ein Ring für... Du weißt schon. Dein bestes Stück. Willst du mich verarschen? Nein, nein. Einige Leute haben sowas. Also die Reichen jedenfalls. Ich bin gefallen. Das nicht? Hilf dir, einen hochzukriegen oder so. Mein Daniel. Bitte was? Und die sagt, zur Not tut es auch ein geknoteter Schweinedamm. So, verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden, Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Das Innere und etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreifen, Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Okay. Ich fummel hier am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Knoten in seinen Schwanz macht? In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch, mein Bruder, der hat das auch nur gehört. Ja, das wundert mich nicht. Das sind ja ein paar viele Diebe. Ich könnte doch Brahms Frau, Witwe, die gute Nachricht überbringen. Er hat immer gesagt, sie hasst ihn. Vielleicht braucht sie etwas... Trost. Ja! Jemand schleicht herum! Reg dich nicht zu sehr auf. Hier ist nichts. Hä? Er ist gut. Hä? Ah, da ist er sicher nicht. Ah. Hilfe! Da staunst du was, der ist hin. Du bedeutest Ärger, das ist alles. Irgendwann musst du rauskommen. Ja! Halt, sofort stehen bleiben. Shit. Shit, shit, shit. Ah, da. Wo kommt die alle her? Bin ich hier richtig? Ich krieg eine Belohnung, wenn ich dich finde. Weg. Der bewegt sich nicht. Diese maskierten Quacksalber wollten diesen Posten nicht. So. Mann, 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 Mann. Ist das eine Arbeit. Jetzt suchen wir erstmal nach Wertgegenständen. Hier sowas zum Beispiel ist doch was Feines. Meine? Dass ich nicht wollte... Das ich wollte. Feine Kohle. Eine Schnippelschnapp. Was haben wir denn da oben noch Feines? Einen Lüftungsschacht. Wo führt er uns hin? Wow. Oh, dieser dichte Nebel hier schon wieder. Ja, der führt uns genau ans Ziel. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich krieg ihn trotzdem auf. Oh, okay.
Ach, das muss irgendein Bild dann am Ende ergeben, oder wie? A und D ist drehen, W und S. Aha. Es gibt drei verschiedene Dingen, sich zu bewegen. Ah. Das sieht doch schon besser aus. Perfekt. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Oh. Und das ist jener Ring, den ich brauche. Cornelius. Wunderbar. Ah, hallo. Öffnet die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es sein muss! Dieb! Lasst mich in Ruhe. Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Allerdings. Erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Oh, jetzt werde ich nervös. Okay, okay, okay. Nicht, dass die wirklich gleich reinkommen. Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Das war seltsam. Los, siehst du an. Da jemand ist, schlägt dich gefälligst. Du schwörst hier überhaupt nichts. Lass mich durch. Ich will hier weg. Jede Nacht derselbe Albtraum. Ich komm da nicht hoch. Doch, jetzt. Oh, ich glaube, hier sind wir fürs Erste sicher. Und ich würde auch sagen, ich mache hier ein Päuschen. Das war ja jetzt... Boah, ziemlich aufregend, finde ich. Aber langsam wird das was. Wir haben schon ganz schön was zusammengeklaut jetzt. Aussieht, haben Sie den Schalter gefunden. Welchen Schalter? Naja, egal. Ich verabschiede mich. Macht's gut.